Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge FIFA 2015 Let's Play mit deinem Dulag. Ja, in dieser Folge möchte ich euch kurz ein paar Tipps geben, wie man effektiv Tore schießen kann. Ich habe mir dafür ein, zwei Tricks angewöhnt, die ziemlich effektiv sind. Also wenn ich jetzt ein leichtes Spiel spiele, habe ich irgendwie so immer so an die 20 Tore praktisch. Jeder Angriff auch ein Treffer und ich möchte euch einfach zeigen, was für mich speziell jetzt funktioniert. Das funktioniert im leichten Modus natürlich, aber auch im Semi-Profi-Bereich funktioniert das auch ganz gut. Es wird noch schwerer im Laufe der Zeit. Ich glaube, es gibt immer weniger Unterstützung beim Schuss, aber das, was ich da jetzt mache, das funktioniert für mich ziemlich gut. Ich habe es online auch schon ausprobiert, da habe ich auch ein paar Tore so geschossen. Also ja, das ist einfach jetzt was bei mir läuft. Könnt ihr ja mal ausprobieren, ob das bei euch ähnlich ist oder bei euch anders oder ja. Mich würde auch interessieren, bitte in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern kann oder was ihr noch so für Tricks kennt. Ich habe hier so ein paar Tricks und die gehen wir jetzt mal durch. Ich bin hier im Trainingsmodus, damit ich das schnell zeigen kann. Machen wir mal einen Neustart. Also das eine ist quasi, oder ich erkläre es mal eben kurz, das eine ist der Schuss mit R1, das ist so ein, wenn man R1 drückt und schießt, dann ist das so ein angeschnittener Schuss mit dem Innenspann oder dem Innenriss wird halt dann der so angeschnibbelt, der Ball, und wenn man dann halt, da kann man auch ein bisschen länger die Kreistaste drücken, die muss so schon über die Hälfte gehen, und da kann man auch richtige Distanzschüsse mitmachen. Ich habe aber das Gefühl, ich bin mir nicht ganz sicher, dass man dann mit dem, also sagen wir mal, man schießt nach oben, da muss man, sobald man geschossen hat, muss man dann nach unten drücken, um den, oder den Schuss auflädt, nach unten drücken, um dann den Schuss in die richtige Richtung zu lenken, damit der Effekt in die richtige Richtung geht. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig richtig ist, es funktioniert aber irgendwie. Also praktisch das hier. Da habt ihr gesehen, direkt jetzt ein Treffer, also einfach mal so. Ich habe jetzt einfach nur von der Distanz, ihr habt gesehen, das waren 20 Meter oder so, ich habe R1 gedrückt und dann Kreis und dann erst oben und dann nach unten, jetzt wieder. Also beim Schießen habe ich nach oben gedrückt und dann nach unten. Und wieder drin. Ihr seht jetzt drei Versuche, drei Treffer. Ah, der ist, glaube ich, nicht so gut, oder? Ah, doch, auch drin. Torwart steht aber auch ziemlich weit vorne, muss man jetzt hier sagen. Das war jetzt in die andere Richtung. Das war jetzt, war Kurzecke, war nicht so effektiv. Also geht auch ganz gut, wenn man hier steil hochläuft. Seht ihr? Ich bin einfach steil hochgelaufen. Ich habe auch schon Tore geschossen. Ich zeige euch mal eben die Position. Wenn ich, Mist, jetzt verliere ich mit dem Ball, oder? Also wenn ich hier gestartet bin, dann bin ich hier so hochgelaufen und habe hier abgezogen. Na, jetzt wurde ich geblockt, aber von der Position da, ne? Also quasi fast schon an der Kante. Ich versuche das nochmal, vielleicht klappt es ja sogar. Jetzt kommt er rausgelaufen. Wenn er rausläuft, dann sollte man eigentlich Lupfer machen, klappt aber der andere auch ganz gut. Ja. Jetzt habt ihr es gesehen, ich war fast an der Kante und habe ins lange Eck geschossen und während der Ball, oder während ich den Schuss aufgeladen habe, habe ich dann halt nach unten gedrückt in der Hoffnung, dass das der F ist. Ich muss das nochmal nachlesen, aber es funktioniert halt. Ich bin halt auch nicht so der Typ, der sich stundenlang irgendwie alles durchliest, sondern der ausprobiert, ausprobiert, ausprobiert und dann halt für sich irgendwas rausfindet. Und ja. Gesehen, wieder, ich schieße die ganze Zeit nur mit R1. R1 oben und dann in die andere Richtung. Immer ins lange Eck. Also wenn ich jetzt oben bin, jetzt schieße ich mal nach unten. Okay, jetzt kommt der raus. Das ist selber schuld. Das ersetzt übrigens auch den Lupfer. Also ihr braucht nicht mehr Lupfen. Lupfen ist super schwer geworden in FIFA 15. Würde ich nicht empfehlen, dann lieber den hier machen. Also mit R1. Das ist fast ein Quasi-Lupfer. Ja. Und ja. Funktioniert, ihr seht, das funktioniert ziemlich, ziemlich gut. Der wäre auch schon wieder fast drin gewesen aus der Distanz. Also da, oh, der wäre vielleicht sogar noch reingesprungen jetzt gerade. Die andere Sache, die ich euch zeigen möchte, also das ist quasi der Schuss mit R1 ins lange Eck und dann so schnell wie möglich in das kurze Eck, damit der Ball sich reinredet, meiner Meinung nach. Ruhig gut aufladen. Das Wichtigste ist, dass ihr in einer ruhigen Bewegung seid. Also schön laufen. Wenn ihr belästigt werdet von einem anderen Spieler, dann wirkt sich das ja immer negativ auf den Schuss aus. Also wenn ihr frei seid, habt ihr immer bessere Chancen. Wenn ihr nicht mit dem Rücken zum Tor stehen, also schön aufs Tor zulaufen. Ja. Und dann müsste das eigentlich auch passen. So, also
Das ist sozusagen das ist mein erster Tipp. Jetzt kommt mein zweiter Tipp. Oh, warte, den mache ich noch. Seht ihr? Ich, unten wieder genau das gleiche. Funktioniert fast immer. Habe ich mal einen Lupfer gemacht. Ihr seht, wie schwer das ist. Der ging jetzt raus. Hätte ich den, das war jetzt mit L1, der Lupfer. Hätte ich den jetzt mit R1 geschossen, wäre der reingegangen. Also Lupfer würde ich nicht machen. Ich würde immer R1 nehmen und dann an dem Keeper vorbeischnibbeln. So, jetzt jetzt kommen wir zur zweiten Sache. Also der zweite Trick, den ich euch sagen möchte, der bei mir sehr gut funktioniert, ist das kurze Eck. Also wenn ihr auf den Keeper zulauft, immer das kurze Eck und dann ganz kurz andribbeln. Okay, jetzt bin ich hier von zwei Typen belästigt. Ich versuche das gleich mal zu demonstrieren. Wenn ihr aufs Tor zulauft, ganz leicht antippen den Schuss und aufs kurze Eck. Funktioniert auch irgendwie fast immer. Okay, jetzt müsste der eigentlich rauskommen, der Keeper. Ich lupf den mal. Ist aber trotzdem schwerer. Ja. Okay, mal gucken, ob das jetzt sich eignet. Nein, nein, das war. Da war ich zu weit weg. Also praktisch ist das, wenn man näher dran ist. Jetzt kann ich das euch nicht zeigen, wenn ich zu blöd bin. So, jetzt. Naja, ach shit. Wenn ich den jetzt hab. Kurze Eck, bam drin, ne? Also immer ins kurze Eck. Wenn man so kurz vorm 5-Meter-Raum steht, immer ins kurze Eck. So, den jetzt annehmen und ins kurze Eck, bam. Ah, gut, jetzt hat es nicht geklappt, aber das war auch keine gute Position. Ja, da, habt ihr gesehen? Da auch jetzt kurze Eck. Das habe ich noch nicht herausgefunden, was man mit dem mal machen soll. Also war jetzt nicht gut gestanden. Seht ihr, Lupfer geht nicht, also geht öfters mal daneben. Okay, ich versuche jetzt anzunehmen, mal gucken. Ah, okay, lupfen wir den nochmal. Jetzt kann der den sogar noch wegköpfen, also kann ich euch echt von abraten, nur dass ihr da diesen Lupfer macht. Wieder kurze Eck. Ah, da war er noch dran. Der war fast neu. So, der müsste eigentlich. Kommt der einer von unten? Das ist schwieriger zu demonstrieren, weil die Situation jetzt hier in diesem Szenario nicht so leicht zu stellen ist. Ich stehe nicht genau richtig. Ich müsste quasi. An diesem Halbkreis auf den Keeper zulaufen. So, wenn ich jetzt hier nach rechts laufen würde. Aber ich habe hier direkt. Ich werde hier belästigt. So. Kurz Eck, bam, drin. Ja, jetzt war perfekt. Jetzt, genau das war die Situation. Funktioniert immer. Also müsst ihr versuchen, irgendwie zu erzeugen. Aber wie gesagt, der Schuss mit R1, der ist um einiges besser. Das ist mein absoluter Liebling. Übrigens kann ich noch empfehlen, ja, Flanken zu trainieren. Insbesondere Kopfbälle zu trainieren, weil das Timing da mehr ausmacht als früher, würde ich sagen. Früher war das irgendwie einfacher. Und Flanken ist deutlich schwerer geworden, besonders Kopfbälle reinmachen dann. Und wenn man dann das Timing gelernt hat, dann geht das wieder einigermaßen. Ist trotzdem nicht so einfach. Ah, jetzt wird hier gut verteidigt. Bisschen doof. Machen wir noch ein paar. Ich versuche nochmal den mit R1. Aber mit der Hand noch dran. Hätte ich noch ein Stückchen weiter runterlaufen müssen, dann wäre es das gewesen. Ach, habe ich nicht aufgepasst. Kurz, immer kurzes Eck, wenn ihr nah dran seid. Meine Empfehlung. Da, wieder mit R1, habt ihr gesehen. Also, ich dachte, da wäre ein Spieler. Okay. So, ich versuche nochmal den kurz in die kurze Ecke. Okay, mal schauen. Versuche das mal irgendwie herzustellen, diese Situation.
Muss ich an dem da vorbei. Und Schuss antäuschen. Ah, genau, noch ein Tipp. Schuss antäuschen bringt auch was manchmal. Ich versuch's jetzt nochmal. Jetzt wäre natürlich zu offensichtlich, aber keine gute. Also Schuss antäuschen funktioniert ganz gut, wenn man da im Strafraum steht. Ich habe es beim Torwart allerdings noch nicht gemacht. Da wieder kurzes Eck. Den hätte ich ja direkt nehmen können, der wäre wahrscheinlich auch drin gewesen, aber ich will das kurze Eck demonstrieren. Wenn ihr zu steil seid, geht das natürlich nicht. Normalen Schuss gemacht. Oh, Latte. So, den müsste ich jetzt ins kurze Eck knallen. Bams drin. Habt ihr gesehen? Wieder. Das ist, funktioniert ziemlich gut. Oh, voller Foul hier. Wieder mit R1. Also, ihr seht, das sind so Sachen, die funktionieren halt auch im Spiel. Ihr habt es ja in dem einen gesehen, wo ich 15-1 gewonnen habe. Oder 15-0. Auch aus der Distanz klappt das oftmals. Die Latte, der wäre fast drin gewesen. Ich versuch's mal aus der großen Distanz. Nee, das war zu schwach. Okay, jetzt ist der Torwart natürlich vorne gewesen. Das ist kein gutes Beispiel gewesen. Nee, der war nicht gut. Jetzt müsste ich den ins kurze Eck kriegen. Ja. Mein eigenen Spieler angeschlossen. Na gut, ich würde sagen, damit lassen wir die Session mal. Also R1 für den angeschnittenen Schuss und kurze Eck, wenn ihr vom Tor seid, klappt ganz gut. Das sollte euch erstmal für die ersten Einstiege reichen. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit spannenden Spielen. Ich denke mal, wir werden wieder mit dem Ultimate Team weitermachen. Ja, und ansonsten schreibt mir mal rein, ob das euch geholfen hat oder ja noch ein paar andere Tipps, wie man hier effektiv Tore machen kann. Mein Highscore hier ist übrigens 48.000. Ich war kurz vor den 50.000, habe aber nicht viel gemacht. Ja, bis dann, ne, euer